Hallo meine Lieben, herzlich willkommen, neue Runde Ark Survival Evolve. Und immer noch mit dabei ist natürlich die Xyra. Hallo. Und immer noch der Special Guest. Over the Hood. Mr. Megapenis. Gorondo. Kennt ihr euch besser als ich weiß? Ich weiß es nicht. Guck mal, jetzt hast du es verraten. Einmal lässt man dich die Ansage machen und du plauderst alles aus. Mann. Wie kriegen wir das denn jetzt schon wieder hin? Gar nicht. Das ist deine Aufgabe, nicht meine. Ich. Piranhas! Ich hab gleich einen Hugo. Also, liebe Zuschauer da draußen, ich weiß nicht, wie die Folgen jetzt so allgemein bei euch ankommen, aber wir haben hier jetzt in der vierten Folge am Stück, vierte, korrigiert mich. Hallo? Das ist jetzt die vierte, ja. Gut, ja, danke. Ja, ja, ja. Der ist gar nicht zu korrigieren. In der vierten Folge, die wir hier am Stück aufnehmen, wir haben aber so einen Spaß, das könnt ihr euch gar nicht ausmalen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, das ziehen wir öfters mal durch, oder? Ja, auf jeden Fall. Yippie! Yippie! Ich gehe schon mal her und sammeln. Ein bisschen Bestechungsgeld. Und ich muss noch abwarten, wie die letzte Folge von Challenge ausgeht. Ach. Hugo! Die nächste Challenge ich kommt. Hugo! So, wir müssen aber etwas ansprechen. Ja? Was? Und zwar, wir wissen ja noch nicht genau, wie das jetzt. Wir nehmen ja jetzt diesen. Also für euch letzten Samstag auf. Wir wollen aber das nicht so machen, dass wir jetzt, was weiß ich, jetzt wochenlang vorher aufnehmen und da jetzt irgendwie Vorlauf haben und irgendwelche Patches verpassen, weil ja bei Ark wirklich regelmäßig viel gepatcht wird. Von daher werden wir nächste Woche, ich nenne es mal so eine Art eine Arc-Week machen. Wir wissen ja nicht, wie viel wir aufnehmen. Auf jeden Fall werden da vielleicht ein, zwei Folgen mehr kommen. Ich sag's mal so. Richtig? Ja, richtig. Jo. Was ja nicht verkehrt ist. Nö, wie gesagt, das ist ja für euch und wir haben gerade Spaß beim Spielen, deswegen machen wir ein paar Folgen mehr. Und wie sich das nachher einpendelt, das schauen wir einfach mal. Was sehen wir denn? Genau. Oh, Fleisch, geil. Endlich mal wieder was Festes zwischen den Zehen. Ich finde, wir haben so einen schönen Platz. Ich finde den Platz so wunderschön. Ja, der ist auch nicht schlecht, sagen wir es so. Wollen wir denn auch den Zuschauern so mal gerade mitteilen, was wir denn diese Folge so in etwa geplant haben, damit sie gleich schon von vornherein sagen können, haha, guck mal, habt ihr nicht geschafft. Das können wir machen. Mach mal. Ich? Wieso ich? Also ich habe vor, Holz zu farmen, damit ich mein Haus weiterbauen kann und ich muss die Foundations wieder abreißen, weil ich damit so nicht zufrieden bin. Ich baue das jetzt anders. Das ist mein Plan. Und euer? Mein Plan ist, dass ich überhaupt mal irgendwas mache und nicht nur euch den Arsch rette. Also mir musste kein Arsch gerettet werden. Mhm. Das habe ich irgendwie anders nicht, in Erinnerung. Nicht in der Aufnahme, stimmt. Ich wollte gerade sagen, dass... Nee, ich habe dir den Arsch gerettet und deswegen brauchte ich mal ein bisschen Hilfe, ne? Also lassen wir mal die Kirche im Dorf. Ich wollte gerade sagen, das klang doch außerhalb doch jetzt gerade eben ein bisschen anders. Hm. Ihr werdet lachen, so. Zwischen dieser Aufnahme und der letzten Aufnahme ist, glaube ich, schon wieder fast eine halbe Stunde. Ja, nur aus dem Grund, weil Guru und ich gemütlich noch ein Bierchen trinken wollten und Skyra noch ein bisschen tamen musste. Ja, ich wollte euch nicht nochmal eine 25-Minuten-Folge Blümchen pflücken antun. Nicht? Aber das ist mal. Machen wir jetzt 25 Minuten Holzfarmen. Aber das ist mal Aufnehmen 2.0 und ich muss sagen, dass es recht entspannt ist, mal aufzunehmen, ohne irgendwie einen Zeitdruck zu haben. Dass man wirklich die Folgen ineinander auf Schlag aufnehmen muss, weil bloß schnell aufnehmen und rendern und hochladen. Sondern so ist es echt mal gemütlich, muss ich sagen. Zumindest für manche. gar nichts los. Fehlalarm. Ich habe nur einen großen Schatten gesehen. Ach, Setsch, okay. Das kriegen wir ja hin. Ich mache aber jetzt du dich? Etwas. Ja? Was ich für gewöhnlich in keiner Aufnahme mache, nur im Livestream. Jetzt habe ich schon wieder mein Wort vergessen. Ich werde alt.
Eindeutig. Sag nichts. Sag ab. Ich also wollte eigentlich bist du alt. Hallo? Oh Gott. Nein, ich mache etwas, weil wir heute auf einen Samstag aufnehmen. Und die Woche eigentlich sehr schön verlief und einige von euch wissen es ja vielleicht schon, ich habe Urlaub. Deswegen, Achtung. Oh, dieses Bier ist immer so laut. Passend dazu mein Standardspruch, das muss ich leider sagen. Liebe Kinder da draußen, Alkohol ist ganz schlecht. Ich möchte nicht erleben, dass irgendeiner meiner Abonnenten, der unter 18 ist, wenn ihr über 18 seid, könnt ihr natürlich machen, was ihr wollt, aber unter 18 lasst ihr bitte die Finger von Sachen wie Alkohol, wie Tabak. Von den harten Drogen fange ich jetzt gar nicht erst an. Ne? Man hat ja so eine gewisse Vorbildfunktion. Lasst die Finger davon. Für natürlich die Leute, die über 18 sind. Wuhu! Saufen! Das finde ich aber nicht ganz fair, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ja. Unter 18? Jetzt geht's ja, los. Gut, ja, komm, sprich ja, aus. Jetzt, ja, das ist eine Diskussion, wo ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich. Okay, jetzt. Oh, sollte man die Diskussion jetzt wirklich anfangen? Das ist natürlich jetzt eine Frage. Nein. Wir fangen jetzt die Diskussion nicht an. Okay. Finde ich gut. Diese Diskussion können wir gerne mal im Chat jetzt irgendwie machen oder vielleicht mal beim Let's Talk oder irgendwie sowas, aber ich glaube, das ist etwas sehr ausufernd, das jetzt hier jetzt zu machen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Abonnenten, so wie ich jetzt meine Community kenne, ich denke mal, bei euch wird das nicht anders sein, dass die natürlich alle sehr pflichtbewusst sind und auch wissen. Aha. Sage ich irgendwas jetzt, was ich bereuen muss? Ich weiß es nicht, also... Ich auch nicht. Kommt drauf an, was noch kommt. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob ich weiterreden will. Nein, also es geht eigentlich hauptsächlich darum, jeder muss für sich selber wissen, was für ihn richtig ist. Und da ja bis zum gewissen Alter sowieso noch Vaterstaat und Eltern noch die Hand drauf haben, muss ich von meiner Seite aus sagen, macht, was ihr wollt. Also, ich will euch da nicht reinreden, auch kein Vorbild jetzt großartig vormimen oder irgendwie sowas. Macht einfach. Also, ich kenne ja meine Jugend und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt Sachen, worauf ich natürlich nicht stolz bin. Und ich muss auch sagen, wo ich sage, ich finde es schön, dass ich es gemacht habe und nicht drauf gehört habe, was mir vorgeschrieben wurde. Von ein daher. Tolles Vorbild bist du. Ja, nee, das ist meine ehrliche Meinung. Also, ich bin der Meinung, macht. Macht's einfach. Ist es nicht im Endeffekt so, das ist ja dieser schöne Widerspruch, den ich immer sehe. Also ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt aussah, aber bei mir waren es meine Eltern und natürlich auch meine Großeltern, Oma, Opa und hast du nicht gesehen, die alle immer gesagt haben, du, das darfst du nicht. Parallel dazu haben sie aber zu mir immer gesagt, Fehler sind da, um begangen zu werden, weil nur so wird man reich an Erfahrung. Ja, eben, ja, genau. Ist das nicht so dieser Widerspruch, auf der einen Seite zu sagen, genau, das darfst du nicht und auf der anderen Seite dazu zu verleiten, zu sagen, du musst diese Fehler machen, damit du hinterher sagen kannst, jupp, ich habe den Fehler gemacht, es war scheiße, aber naja, jetzt weiß ich's. Ja, aber genau das ist ja das Problem. Das ist auch genau das Ding, was ich immer zu meiner Nichte sage. Von wegen, wenn es jetzt, ich weiß, das darf man eigentlich nicht ansprechen, aber wenn es um Sachen wie Drogen geht oder so ein Scheiß, dann muss ich sagen, okay, es ist kacke, du musst es nicht machen und wenn du es machst aus Gruppengründen, dann lass es sein, aber ich kann es dir nicht verbieten, also wenn du der Meinung bist. Im Endeffekt, ich denke, auf einer Basis sind wir uns definitiv einig. Liebe Leute da draußen, ich spreche jetzt nicht nur die unter 18-Jährigen an, ich spreche hier jeden an. Wenn ihr solche Videos bei Leuten guckt oder auch mal einen Livestream oder sonst was, fühlt euch unterhalten, habt Spaß an der ganzen Geschichte, aber bitte, 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 und das ist ein großes Appell von meiner Seite aus, nehmt YouTuber nicht als Vorbild. Ja, das ist ein sehr schöner, das war doch sehr schöner Einwand. So, ja, wo ist mein Applaus? Hallo? Ich habe keine Hand frei. Was machst du da bitte? Man hat ihren Applaus, glaube ich, mit bei mir gehört. Ja, es war so ein leichtes Echo. Ich könnte das jetzt. Ja, gut. Werden wir es mal so, dass Xyras Applaus, der als Echo kam, auch deiner war. Genau. Ist mein voller Ernst. YouTuber sind keine Vorbilder. Wir sind eigentlich auch nur irgendwelche Vollspacken, die hier vom Rechner sitzen und nichts anderes machen als ihr. Wir unterhalten euch nur dabei. Glaube ich. Irgendwie.
So, wir versuchen es zumindest. Wir hoffen. Ich brauche Narcoberries, mal so am Rande erwähnt. Deswegen, wir sind keine Vorbilder, wir sind einfach nur Entertainer. Hoffentlich, wenn wir es irgendwie richtig machen. Oder? Naja gut, ansonsten würde man uns nicht gucken. Ich mache den Scheiß dazu. Und im Gegensatz zu ProSieben und so sind wir, glaube ich, sind manche sogar schon erfolgreich als... Ja, das kann man gar, auf jeden Fall so im Raum stehen lassen. Abgesehen davon, ich mache den ganzen Scheiß ja auch, wenn mir keiner zuguckt, weil ich mag es irgendwie. Ich führe gerne Selbstgespräche. Das sagt viel über deine psychische Gesundheit da aus. Da könnte ich jetzt was sagen. Wie gesagt, wieder aus der Challenge, wenn ich mich denn gemutet habe und weggegangen bin und Gorondor trotzdem reden gehört habe. Ich habe, wow, das lassen wir so nicht im Raum stehen. Mir ist durchaus bewusst, dass er mich gehört hat, deswegen habe ich geredet. Nein, aber ich möchte nochmal zu Zitat geben. Ich habe vor geraumer Zeit mal eine Runde Seven Days to Die das war sogar doch Ark gewesen, die ich mit einem Arbeitskollegen und seinem Kumpel gespielt habe. Und so diese, nennen wir es mal Let's Player-Krankheiten, weil im Endeffekt, man eignet sich hier Sachen an, die man auch irgendwie im Alltag widerspiegelt. Und mir hat dieser Arbeitskollege am nächsten Tag im Büro, als wir nebeneinander saßen, hat er mich angeguckt und hat gesagt, boah, hat richtig Spaß gemacht gestern, aber kleiner Tipp, rede nicht so viel. Ich so, wieso rede ich nicht so? Ich rede doch gar nicht so viel. Alter, mein Kollege, der dich gerade mal 10 Minuten kannte, hat später zu mir gesagt, ja, typisch Let's Player, muss alles kommentieren. Ich fühlte mich ein bisschen verarscht. Aber es ist einfach so. Also ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich rede, seitdem ich diesen ganzen Kram hier mache, wesentlich mehr. Nee, das Problem habe ich allerdings nicht. Ich bin eigentlich, wenn ich nicht aufnehme, also so jetzt, was weiß ich, mit Eddie oder mit einem anderen Kollegen oder so, also ich rede fast null, also wirklich null. Okay. Nee, ich habe immer das Gefühl, wenn ich mit Leuten so am Zocken bin, ich habe mir ja früh angeeignet, so mit den ganzen Let's Play-Gedöns. Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt, glaube ich. Egal. Dass so Stellen, die unkommentiert bleiben, das ist ja etwas, was im Let's Play eigentlich ja nicht zu suchen hat, sage ich jetzt mal. Und wenn man dann so einen ganzen Tag so die ganzen Aufnahmen macht, dann ist so eine Stille, auch wenn ich sie eigentlich ja begrüßen müsste zwischen Kollegen, wenn es einfach so ein kleines privates Spiel ist, die kann ich nicht unkommentiert lassen. Das geht einfach nicht. Ich habe nach wenigen Sekunden, wo einfach nur Stille ist, wo alle Leute genießen und einfach mal Spaß haben und einfach die Schnauze halten, da habe ich das Bedürfnis, so irgendwas musst du jetzt sagen, weil das kommt sonst scheiße rüber. Nee, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich komplett anders. Also ich habe ja selbst im Let's Play, so wenn ich jetzt mit Xyra jetzt so Resident Evil mache, ich liebe es ja, wenn sie dann so ihren Redeschwall hat und ich dann einfach nur so das Spiel mal so ein bisschen genießen kann, sage ich mal. Ach, du lässt mich die Arbeit machen. Ja, das muss ich echt zugeben. Also, ich habe das ganz gerne. Wenn ich das Spiel einfach nur mal so... Wie gesagt, es ist ja nun mal so, wenn du Let's Plays machst mit Spielen, gerade, ich sage jetzt mal RPG oder solche Adventure... Ja, ist Resident Evil ein Adventure... Ja, doch, eigentlich schon. Doch, eigentlich schon. Mhm. Dann ist es doch mal ganz schön, einfach mal das Spiel auf sich wirken zu lassen und einfach mal hinzunehmen, was da jetzt gerade auf einen zukommt. Anstatt das jetzt zu versuchen, krampfhaft irgendwie jetzt zu kommentieren. Sie, lieber Bad in Trouble, sind des Titels Let's Player unwürdig. Nee, aber es ist echt schön. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es manchmal, das ist so eine Sache, die ich bei manchen Let's Playern immer recht schade finde. Das ist mir jetzt gerade letzte Nacht aufgefallen, wo Xyra und ich Resident Evil aufgenommen haben. Es gibt Situationen, wo man einfach mal die Klappe zu halten hat. Weil wenn dann irgendwie so eine Sequenz kommt, so eine echt schöne Sequenz oder sowas. Und dann, na klar, man logisch, zu zwei, zu dritt, man ist immer hingerissen, irgendwas zu sagen. Aber einfach mal die Situation auf sich wirken lassen und dann die Szenen kommen lassen.
Finde ich auch sehr schön beim Let's Play eigentlich. Kann ich nicht. Muss kommentieren. Ich fühle mich in solchen Momenten immer so an Dr. Sheldon Cooper erinnert, so mit seinen Zwangsneurosen. Ich klopfe nicht dreimal an eine Tür, sondern ich kommentiere. Ich laber. Außer jetzt, da schweige ich. Nein, doch nicht. Nee, aber wie gesagt, es gibt echt so Sachen, gerade, wie gesagt, wer jetzt so bei so einem Open-World-Survival-Game ist es natürlich was anderes. Aber wenn du wirklich solche Adventure machst oder Szenen-Games oder von Telltale die Games, das sind natürlich Sachen, wo man echt mal die Schnauze halten sollte, finde ich. Ich habe mal eine andere Frage so am Rande. Ja? Seid ihr zu Hause? Also, ja. Gut, dann komm gerade. Du kommst gerade, okay. Ja. Schwierig? Dann kann ich ja einen kleinen Auftritt hinlegen. Kommt doch mal. Sich freut. Trefft euch doch mal bei Hugo. Bei Hugo? Okay. Und da wartet ihr einfach mal. Ja, ich komme gleich raus, dann bin ich bei Hugo. Ja, ich sehe dich in der Hütte, deswegen sollst du ja rauskommen. Wehe, du tust Hugo was. Ich tue Hugo gar nichts. Ich bringe nur jemanden mit. Hugo ist so ein guter. Ja, ich bringe jemanden mit. Spielgefährten für Hugo. Jemanden zum kaputt machen? Oh, ein Dilo. Guck mal, was ich mitgebracht habe. Ah. Goro. Mhm. Du hast du da hingeschissen hast. Nein, du bist auch noch nackt. Ich weiß. Stimmt. Ich möchte zu Protokoll geben, außerhalb dieser Folge ist mein Inventar mit sämtlichen Sachen in den Magen eines Kanus gelandet. Leider. Und da ich zu faul war, den Kanu jetzt extra den Arsch aufzureißen, um an meine Sachen wiederzukommen, dachte ich mir, gut, wenn du eine Magenverstimmung haben willst und genauso rumlaufen willst wie ich hier mit einem Haufen nach dem anderen, behalt den Scheiß. Sei doch ehrlich, du hast dir nicht getraut, ihn nochmal anzugreifen. Ja, natürlich habe ich es mir nicht getraut, aber das wollte ich jetzt nicht so laut sagen. Danke, dass du mich bloßstellst. Vielen lieben Dank. Immer wieder eine Freude. Erinnert mich bitte dran, dass ich ab jetzt jedes Mal, wenn wir eine Aufnahmepause haben, dass ich nur eine Soundaufnahme mache. Okay. Damit ich das alles mal neben den Aufnahmen aufnehmen kann, was da gesprochen wird. Dir ist aber bewusst, dass deine Sachen. Du? Dass deine Sachen da. Die werden rausgeschnitten. Zensur! Zensur! Ich sag es euch. Der, ja, möchte, der Bild möchte nur. 2.0. Genau. Der möchte hier nur im guten Licht dastehen. Das kommt gar nicht in die Tüte. Aber gut, dass das erwähnt hat, weil das werde ich auch machen. Und bei mir gibt es Uncut. Bett, ist dir mal aufgefallen, dass du immer noch keine Wände hast? Ja, das weiß ich. Bett, ist dir immer noch aufgefallen, dass, Moment, ich muss mal zu dir hinlaufen, bevor ich den Satz beende. Nein. Doch. In dem Moment, wo du einen Haufen setzt, ersteche ich dich, das verspreche ich dir. Nein, ich habe es eben auch versucht, aber ich konnte leider nicht. Ich wollte eigentlich sagen, ist dir mal aufgefallen, dass du auch schon seit 3 Folgen keine Schuhe hast? Komm her, du Hund, Drecksau. Oh, ich könnte jetzt Sprüche sagen, aber das darf man bei YouTube leider nicht. Was? Weißt du, was ich mache damit? Golf spielen? Ich nehme ihn dir jetzt in die Hand und gebe ihn Jörg Lucker. Das wird nicht jeder verstehen jetzt gerade, aber ich gebe ihm Jörg Lucker. Ist nicht mehr zu helfen. Natürlich. Nein. Doch, dem geht's gut. Dem geht's gar nicht mehr. Ich glaube aber, pass auf Leute, wir machen jetzt hier einmal, weil das gerade so ein eigentlich recht angenehmes Ende ist, machen wir hier einmal Schluss. Yippie! Ja. Besinnen uns einmal. Ach du Scheiße. Oha, wir reden. Besinnen uns. Wir reden einmal miteinander. Okay. Oh Gott. Fassen uns an den Händen und sagen uns, wie sehr wir einander schätzen. Ich habe Love is in the air. Ich habe eine gewisse Ahnung, worauf das hinausläuft. Ich weiß aber nicht, ob ich dabei sein möchte. Ja, genau. Du hast recht. Es läuft auf eine Pause hinaus. So, ihr Lieben, an dieser Stelle Daumen hoch, Kommentare schreiben und tschüss. Ja, und tschüss. Auf Wiedersehen.